Letzte, was sagt denn Ihre Frau dazu? Letztes Mal hat sie ja mit Scheidung gedroht. Ja, gut. Wie waren die, Herr Rubesch, die ersten Tage wieder im Kreis der Mannschaft? Ja gut, also ich muss sagen, es hat riesig Spaß gemacht. Und wenn man die Mädels sieht, ja auch, sie leben, sie machen Spaß, sie gehen mit. Und nein, ich habe auch das Gefühl, sagen wir so, dass sie sind jetzt fokussiert. Und ja, ich freue mich eigentlich morgen auf das Spiel. Für Sie ist die zweite Mission. Wo ist denn der große Unterschied zur ersten? Ja, bei der ersten habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt, muss man halt einfach dazu sagen. Aber hier war es jetzt, habe ich ja eben in der PK auch gesagt, hier war es jetzt vielleicht der Vorteil, dass ich viele noch kenne von vorher und auch den Kontakt über die Jahre gehalten habe. Ich meine, ich war damals bei der WM in Frankreich mit dabei. Ich habe jetzt zum Schluss auch wieder einiges so mitgekriegt. Und nein, ich kenne die Mädels, ich weiß sie einzuschätzen. Und das haben sie eigentlich im Training dann auch gezeigt. Also nein, es hat riesig Spaß gemacht bis jetzt. Wo setzen Sie denn hauptsächlich an? Ist das eher hier im Kopf? Ist das die Lockerheit zurückzukriegen? Sind es spielerische Elemente? Ist es ein Mix aus allem? Ja, es ist eigentlich ein Mix aus allem. Also es geht eher darum, Ihnen einfach nochmal klar, ich habe versucht einfach nochmal klar zu machen, was für eine Qualität eigentlich in diesem Kader steckt auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch Ihnen einfach zu sagen, wie gut Sie sind letztendlich. Ne? Ich meine, wenn du siehst, einige sind ein ganzes Stück weg im Moment gewesen von der Leistung, die sie eigentlich abrufen können. Und das war für mich so ein bisschen überraschend. Es hat sicherlich vielleicht auch ein bisschen an diese Verkrampftheit gelegen auf der einen Seite, auf eben der fehlenden Lockerheit. Und wenn du im Moment siehst, eigentlich so gestern auch im Training, habe ich dann so für mich auch mal beschlossen, dass es einfach riesig Spaß macht, das wieder zu sehen, wie das geht und wie sie umschalten und was sie machen. Natürlich wird es kein Selbstgänger morgen. Ich meine, da fehlt vielleicht ein bisschen Sicherheit insgesamt, aber für sie wird es, glaube ich, morgen wichtig sein, direkt in das Spiel reinzukommen und damit ein, zwei, drei gelungenen Aktionen eben dann halt das Spiel auch so zu bestimmen, wie wir uns das vorstellen. Die Qualität haben wir, das Tempo haben wir dafür und ich bin da eigentlich sehr optimistisch. Bevor wir auch zum Gegner kommen, wie schaffen Sie es denn, diese ganzen Störgeräusche da auszuschalten, die es natürlich gibt in diesem ganzen Drumherum, auch mit der Trainerin etc. pp., was dazugehört? Also ich hab das eigentlich komplett ausgestaltet. Ich habe den Mädels auf den Anfang gesagt, dass wir uns auf unsere Sachen fokussieren, dass wir unser Ding hier machen und wir wissen, müssen die beiden Spiele gewinnen. Und so sind wir eigentlich an die Geschichte rangegangen. Und da muss ich halt einfach sagen, das haben wir auch getan. Alle, wie sie da sind, auch der gesamte Staff, muss man hier auch ganz klar sagen, wir haben eigentlich alles weggehalten. Ich habe versucht, alles, was noch drumherum ist, sage ich mal, so kompakt wie möglich zu halten. Also nicht hier noch eine PK und da noch einen und dies und jenes, sondern dass wir wirklich hergegangen sind und haben uns wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Waren viele Gespräche, aber du siehst ja auch, Britta ist dabei, sie kennt die Spieler auch, Thomas kennt auch die Spielerinnen alle und durch diese Gespräche kriegst du natürlich dann auch die Infos, wo es vielleicht hier und da ein bisschen hakt. Aber nein, die Mädels wissen es selber, auch untereinander. Und wenn du so in den Gesprächen mit ihnen dann gehst, dann merkst du schon, dass sie sehr fokussiert sind. Alex Popp nicht dabei, das ist nicht irgendwer, das ist schon eine spezielle Spielerin in der deutschen Mannschaft. Wie schwer wiegt das? Ja, also man wird sie sicherlich nicht zu 100% ersetzen können, das ist auch klar. Aber wir können sie ersetzen in der Form, dass wir eben halt für sie auf der einen Seite auch spielen und auf der anderen Seite haben wir Spielerinnen, die eine Riesenqualität haben, die auch Tore machen können. Also werden wir es vielleicht ein bisschen anders morgen spielen, aber eben halt, nein, ich glaube schon, dass wir da also unser Spiel genauso vorantreiben können wie mit Alex. Worauf kommt es denn an gegen Wales und auch Island, eher körperlich betonte Mannschaft? Ja, aber es wird darauf ankommen, ganz einfach das Körperliche mitzunehmen, ist auch klar, aber fußballerisch eben halt einfach dann zu überzeugen, eben schnell, direkt wechseln, über die Mitte, andere Seite und vor allen Dingen, was eigentlich wichtig ist, aber was ich zum Schluss nicht gesehen habe immer in den Spielen, war eigentlich vom Tor diese Tore machen zu wollen, diese Abschlüsse zu haben. So, wir haben es immer gut rausgespielt, auch vorgespielt und dann kommen wir im letzten Drittel, da haben wir dann angefangen, haben wir rückwärts gespielt. Nein, wir haben es auch im Training so forciert, dass wir gesagt haben, wir spielen zielgerichtet, wir wollen Tore machen und das war auch der Schwerpunkt, den wir anschließend gehabt haben. Wir wissen schon, was wir können und was wir nicht können, aber nein, ich denke mal, vom Körperlichen her werden wir keine Schwierigkeiten kriegen. Ich denke, dass wir das spielerisch auch auf dieser Art und Weise, wie wir uns das jetzt vorstellen, lösen können morgen. Ich persönlich hatte das große Vergnügen, in Rio auch dabei sein zu dürfen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Deswegen weiß ich auch, wovon Sie sprechen. Trotzdem denkt man immer, Fußballer, für die ist Olympia nichts Besonderes. Sie haben es nun erlebt. Was ist für Sie das Besondere daran und wie haben Sie oder wie schmackhaft machen Sie das den Mädels? Also ich meine, wir reden ja da immer drüber und man versucht das zu erklären, ist einfach nicht zu erklären. Weil wenn du alle Spieler fragst bei uns und wenn du auch die Spieler von früher fragst, wie du das war, das Entscheidende ist ja, wie nimmt jeder wahr.
Ich habe die Tage nochmal mit meinen, ich sag mal, mit meinen beiden Bänders gesprochen. Die haben gleich da wieder auch mit Olympia, dann hörst du gleich wieder am Telefon, in welche Richtung das geht, dass man dann euphorisiert ist und auf der einen Seite, was du da erlebt hast, was du gesehen hast, was du mitgenommen hast. So, das zu erklären ist relativ schwierig, aber so, man muss es halt mal dieses olympische Dorf mitgemacht haben, das ganze Drumherum mitgemacht haben, mit diesen ganzen Sportlern aus aller Welt. Das war eine einmalige Geschichte und deswegen nochmal, bleib dabei, frag hier die Mädels, die schon mal da waren, die werden dir das Gleiche sagen und deswegen ist es für mich eigentlich jetzt hier geschehen gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach, dass die Mädels da hinkommen, dass sie das auch mitmachen, weil klar, ich habe auch eine Europameisterschaft gespielt oder eine Weltmeisterschaft gespielt, aber das war nochmal so, wie man immer so schön sagt, das i-Tüpfelchen obendrauf oder die Kirsche auf der Sahne, egal wie das ausdrücken wird, das war eigentlich sensationell gut. Und wie sehr juckt Sie persönlich nochmal dabei zu sein? Ja, gucken wir mal. Ich meine, jetzt bin ich ein bisschen älteres Semester in der Form und jetzt gucken wir mal, dass wir das erstmal auf die Reihe kriegen. Also ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, wir machen diese Spiele und dann gucken wir mal, dass wir in die Playoffs kommen. Und wenn wir uns dann qualifizieren für Olympia, dann werden wir sehen, ob ich mitgehe oder nicht mitgehe. Aber das ist erstmal weit weg. Morgen zählt und dann werden wir weiter gucken. Letzte, was sagt denn Ihre Frau dazu? Letztes Mal hat sie ja mit Scheidung gedroht. Ja, gut, das ist ja halt so einfach nur ein Joke gewesen in der Richtung. Na, diesmal habe ich sofort eine Genehmigung gekriegt. Sie hat gesagt, mach mal. Okay, danke schön. Danke.